Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie man ein köstliches mediterranes Ofengemüse zubereitet mit einem köstlichen, einfachen, schnellen Dip. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Als erstes habe ich hier vorwiegend festkochende Kartoffeln. Die werden geschält und in mundgerechte Stücke geschnitten. Können auch etwas größer sein, ganz wie ihr mögt. Wie viel ihr gerne von den Kartoffeln haben möchtet und den weiteren Zutaten, ist ganz euch überlassen. In der Zwischenzeit hatte ich eine Pfanne mit etwas Öl erhitzt. Ich habe hier ganz normales Sonnenblumenöl und darin brate ich jetzt erstmal die Kartoffeln an. In der Zwischenzeit schäle ich mir eine rote Zwiebel und dann halbieren und dann in so Scheibchen. Ihr könnt auch ganz kleine Würfel schneiden, aber ich mag es etwas gröber. Als nächstes habe ich 1 bis 2 Knoblauchzehen. Das wird ebenfalls in kleine Scheibchen oder in kleine Stückchen geschnitten. Als nächstes habe ich eine rote Spitzpaprika. Wer keine rote Spitzpaprika hat, kann zum Beispiel gerne auch eine gelbe nehmen, eine orange Paprika. Guckt einfach, was euch der Kühlschrank so bietet. Wenn ihr habt, könnt ihr natürlich auch Champignons oder Zucchini verwenden. Nach ungefähr 5 bis 8 Minuten, nachdem die Kartoffeln etwas angebraten sind, gebe ich die Paprika hinzu. Einmal kurz durchrühren, die Pfanne kurz runterschalten von hoher auf mittelhoher Stufe. Dann gebe ich Zwiebeln und Knoblauch hinzu, das Ganze nochmal kurz mitbraten. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal die Cherrytomaten halbieren. Ihr könnt sie auch im Ganzen hinzugeben. Nach ungefähr weiteren 5 Minuten gebe ich dann die Tomaten hinzu. Und das lassen wir weitere 2-3 Minuten anbraten. Und dann habe ich hier Feta-Käse, den in grobe Würfel schneiden. In die Pfanne gebe ich noch schwarze Oliven hinein, würze das Ganze mit italienischen Kräutern. Ihr könnt auch nur Oregano nehmen oder nur Thymian, was euch gerade schmeckt. Dann würze ich das Ganze noch mit Salz, Pfeffer und Paprika. Wenn die Kartoffeln dann einigermaßen durch sind, nicht ganz, aber einigermaßen, gebe ich Feta-Käse hinzu. Dann nehme ich ein Backpapier, einmal zerknüllen, kurz nass machen und das auf die Pfanne geben. Meine Pfanne ist backofenfest. Falls ihr keine Pfanne habt, die backofenfest ist, gebt ihr das Ganze alles einfach in eine Auflaufform und dann deckt das Ganze mit dem feuchten Backpapier ab. Das Ganze bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 20 bis 30 Minuten. In der Zwischenzeit können wir ja schon mal einen Dip vorbereiten. Dazu nehme ich 200 Gramm Schmand, dann den Saft einer Limette, dann habe ich hier eine große Knoblauchzehe. Wer mag, kann natürlich noch zwei nehmen, aber eins reicht hier bei mir völlig aus. Ist auch schon eine ganz große gewesen. Und dann würze ich das Ganze mit Salz und Pfeffer. Das Ganze wird einmal ganz kurz verrührt und danach gebe ich noch so circa 2 bis 3 Esslöffel Olivenöl dazu. Nochmal schön cremig durchrühren und fertig ist euer Dip. Wer natürlich auch gerne Schnittlauch mag, ganz ebenfalls hinzufügen. Nach 30 Minuten ist bei mir die mediterrane Kartoffelpfanne auch fertig. Servieren könnt ihr das Ganze mit einem Salat. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Abonniert meinen Kanal für weitere Rezepte.
Bis zum nächsten Video, eure Rabea. Bye bye.